Nach einer langen Pause geht es wieder weiter mit Super Mario Bros. 34 im Spezialkampf, den wir jetzt sofort hoffentlich mit viel Spaß und so weiter und so fort spielen werden. Und ich hoffe, dass mein Internet nicht abkackt und ich diesen Part schaffe hochzuladen. Ja, ja. Rechtzeitig, obwohl, nee, rechtzeitig schaffe ich es nicht mehr, aber zumindest um hochzuladen. Denn das funktioniert nicht mal immer mit meinem Internet. Und wieso kommt im 35-Spieler-Kampf jetzt auch als erstes 1-1? Und ich habe kein Geld. Scheiße. Und ich bin ein Vollidiot, weil ich den Pilz verpasst habe. Und ich habe keine Ahnung, über was ich heute reden soll. Oder wollte, oder keine Ahnung. Obwohl, ich habe da so ein Thema in den Kopf. Vielleicht könnten wir darüber reden. Und zwar, wie wir wissen, ja, Super Mario 64 ist ja das meist gespeedrunste Spiel. Und in Super Mario 3D All-Stars wurde ja der beste Speedrun-Trick vernichtet. Oder besser gesagt, in Super Mario 64 Shindo Edition, die exklusiv in Japan erschien. Natürlich nicht erfunden wurde. Doch, wie wahrscheinlich manche denken, man kann Super Mario 64 jetzt nicht mehr speedrunnen. Man kann zwar einen 100% Speedrun machen oder einen 70 Sterne Speedrun machen, aber ein 0 Sterne Speedrun, ein 1 Stern Speedrun, ein 16 Sterne Speedrun wird nicht klappen. Das stimmt. Doch ich habe einmal ein Video gesehen, dass man auch ohne der BLJs Super Mario 64 mit 0 Sternen rein theoretisch durchspielen kann. Es hat zwar, glaube ich, noch kein echter Mensch geschafft, aber ich weiß nicht, wie das sich richtig nennt, aber ich glaube, das ist ein TAS, diese TAS-Roboter oder kein... Ja, leck mich am Arsch. Und dieser TAS-Roboter, sage ich mal so, dieser Roboter... Oder sage ich mal besser, künstliche Intelligenz. Die künstliche Intelligenz hat es geschafft, Super Mario 64 auf der Nintendo Switch zu speedrunnen. Wieso habe ich kein Internet? Mit einem einzigen Stern. Aber die Vermutung ist, dass ein Mensch, der aus Fleisch und Leib, aus Fleisch und Seele besteht, das nicht schaffen kann. Denn was man da vorbringen muss, ist wirklich krank. Es gibt ja in Super Mario 64 den Wandsprung, der wurde da, glaube ich, auch eingeführt. Aber wenn man in Super Mario 64 im ersten Frame, als man die Wand berührt, den Sprungknopf drückt, dann wird ein Firsty ausgeführt. Das ist, glaube ich, ein viel stärkerer Wandsprung. Und diese künstliche Intelligenz hat es geschafft, die Türen, die zu Bowser führen,
für die man 8, glaube ich, Sterne braucht. Für die erste 30 für die zweite. Dann 50 für die dritte, die zum höchsten Stockwerk führt. Und für die man 70 braucht, die direkt zu Bowser führt. Okay. Diese künstliche Intelligenz hat es geschafft, mit diesen Firsties ohne der BLJs sie zu überspringen, diese Türen, mit hoher Geschwindigkeit. Wie kann man auf YouTube googeln? Geht mal auf YouTube und gibt ein Super Mario 64 3D All-Stars TAS Speedrun. Ich glaube, so werdet, unter so einem Begriff werdet ihr das finden. Wenn nicht, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich versuche was zu regeln, sage ich mal so. Aber eins stellt fest. Es hat zwar kein Mensch, wie ich weiß, geschafft, Super Mario 64 Shindo Edition mit einem Stern zu speedrunnen, aber künstliche Intelligenz hat es geschafft. Und vielleicht in ein paar tausend Jahren, ich kann nicht richtig reden, sorry, wird es einen Freak geben, der das schaffen kann. Wäre cool. Vielleicht schafft es ja auch einer von euch irgendwann mal, aber ich schaffe das nicht, denn ich habe große Probleme mit der Ausführung des allerersten BLJs, den 16 Sterne Run zu machen. So. Stell durch, Mario, mit der Feuerblume vernichte alle diese Gegner. Das sind keine Gegner, das sind Bowsers Schergen. Das nenne ich sie ja, damit ich nicht in die Verwirrung komme und ihr solltet mal sterben, ihr Arschlöcher. Gib mir ein Bild, danke. Es wäre besser natürlich, wenn du mir eine Feuerblume gegeben hättest. Spiel, ich bin gesprungen. Eigentlich bin ich gesprungen. So, ha, Bowser, damit hast du nicht gerechnet. Was mich interessiert, werden wir das hier heute gewinnen? Oder werden wir irgendwann mal nochmal hier die 1 mitnehmen? Denn wenn die Stufe des Spielers höher ist, desto schwieriger wird es auch. Desto schwieriger wird es auch, die 1 zu kriegen. So, Bowser, komm mal her. Du kriegst nie die 1. Du wirst elendig verbrannt in der Lava. Und deine Knochen werden auch abgebrannt. So. Über was könnten wir denn noch reden? Fällt mir eigentlich nicht in den Kopf ein, aber ich hätte gerne ein paar Themen zum Reden, weil sonst werden diese Parts langweilig. Und was mich... Ach, leck mich. Koopa. Leck mich. So, was mich eigentlich interessiert... Habt ihr mich verstanden, was ich über Super Mario 64 gesprochen habe? Ich glaube ja. Wenn nein, dann könnt ihr es mir bitte in die Kommentare schreiben. Denn ich merke oft in meinen Videos, besonders in den alten, dass ich undeutlich rede.
und das soll sich fixen. Sonst wird keiner meine Videos schauen und liken und kommentieren. Apropos, habt ihr schon diesen Part geliked und meinen Kanal abonniert? Wenn nein, dann solltet ihr es sofort tun. Sonst erwartet euch dasselbe Schicksal wie Bowser. Gibt es eigentlich... Ja, es gibt hier zwei Luigi-Spieler diesmal. Finde ich geil. Zwei Luigi-Spieler. Ach, Luigi, wann werde ich dich spielen können? Was mich auch interessiert. Hat Luigi andere Fähigkeiten oder dieselben wie Mario? Das wird mich interessieren. Ich muss ja aber auch die Stufe 100 bis zum 31. März erreichen, weil sonst werden wir es nie schaffen. Weil ihr wisst ja, Super Mario Bros. 35 wird am 31. März eingestellt. Game & Watch Super Mario Bros. Color Screen, dieses Ding, wird auch, glaube ich, am 31. März eingestellt und aus dem Verkauf genommen. Und Super Mario 3D All-Stars wird auch aus dem Verkauf genommen. Ich habe aber ein Gerücht gehört, dass man Super Mario 64, Super Mario Sunshine und diese ganzen Spiele aus der Kollektion aus 3D All-Stars nach dem 31. März alle separat im eShop kaufen kann. Es wird also keine Kollektion geben, sondern man muss sich jedes Spiel einzeln kaufen. Wäre eigentlich eine gute Idee. Aber der Preis, wenn zum Beispiel Super Mario 64 60€ kosten wird im eShop allein, dann werde ich es nicht empfehlen. Da werde ich mir lieber ein Emulator kaufen, weil 60€ für Super Mario 64 allein für das einzelne Spiel, 60€ für Super Mario Sunshine und Galaxy alleine, das sind, sage ich mal so, 180€. Wenn das nur theoretisch, ich wiederhole, das nur in der Theorie. Wenn das Gerücht stimmt, dass man nach dem 31. März Super Mario 64, Mario Sunshine und Mario Galaxy alle einzeln kaufen kann und wenn der Preis 60€ beträgt, dann ist das übertrieben. Aber wenn der Preis 20€ pro Spiel beträgt, dann kommt man auf den gleichen Kontostand. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. Aber ich glaube, ich habe das deutlich und gut ausgesprochen. Ich hoffe es. Wäre auch ganz cool, wenn das Gerücht stimmen würde, dass man alle Spiele dann separat kaufen kann. Weil die Leute, die Super Mario 3D All-Stars, die Super Mario 3D All-Stars nicht kaufen konnten, können sich zumindest nach dem 31. März alles separat kaufen.
Was war das für ein absolut lächerlicher Tod? Das war... Keine Ahnung, ich bin ein Idiot, ich habe kein Skill, ich kann nicht deutlich reden. Was ich auch vielleicht ankündigen kann jetzt, es wird bald ein Unboxing zu Super Mario 3D World. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Sorry, Leute. Plus Bowser's Fury und die zwei Amiibos, nämlich Katzen Mario und Katzen Peach. Wenn das Spiel bei mir angekommen ist, wird es ein Unboxing zu dem Spiel und zu den Amiibos geben. Und ja, das habe ich jetzt angekündigt. Die Amiibos habe ich schon bei mir stehen. Die stehen hier gerade neben mir. Aber das Spiel ist noch nicht angekommen, obwohl ich es vorbestellt habe. Und es wurde mir versprochen, dass es am 12.02.2021 kommt. Die Amiibos sind am 12.02.2021 gekommen. Aber das Spiel nicht. Und da bin ich sauer. Ja, vielleicht wird es morgen kommen. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wieso habe ich eigentlich so wenig Zeit? Wäre bei mir die Frage. Oh oh. Ach, come on. Stachis, haut ab. Euch braucht hier niemand. Es kommt ein Lato. Lakitus vernichten andere Spieler sehr gut. Also feiere ich Lakitus. Aber wenn Lakitus bei mir kommen, dann feiere ich es nicht so. Weil Lakitu ist einer der schwierigsten Gegner in diesem Spiel. Und wenn man keine Feuerblume hat, dann ist man der Opfer. Ja. Dann ist man der Opfer und ich bin jetzt der Opfer. What the hell, wie habe ich das überlebt? So, hier schwimme ich am besten ganz oben, so. Die Punkte lasse ich mir nicht entgehen. So. Ich brauche noch 2 Münzen. Please. Give me 2 Coins. 2 Münzen. Oh no. Oh no. Oh no. So. Nein! Nein! Wisst ihr was? Dieser Part hier wird einer der kürzesten. Ich beende ihn jetzt sofort. Auch wenn er 20 Minuten lang wird. Weil ich habe wirklich keinen Bock mehr, das hier aufzunehmen, weil das hat mich jetzt vernichtet. Also, wenn euch der Part gefallen hat, dann werde ich mich über einen Daumen hoch freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, dann werde ich mich auch sehr freuen. Und ich werde mich sehr freuen, wenn mein Internet es erlaubt, diese Folge hochzuladen und die zweite Folge und ihr sie anguckt.
liked und kommentiert. Also, bis dann und tschüss. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich gelabert habe. Tschüss.